Wir nehmen jetzt, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir nehmen jetzt die Sitzung wieder auf. Ich gebe das Ergebnis der Wahl zur Präsidentin des Bayerischen Landtags bekannt. An der Wahl haben 200 Abgeordnete teilgenommen. Ungültig war eine Stimme. Auf Frau Abgeordnete Ilse Aigner entfielen 164 Ja-Stimmen. Oder noch? Ich weiß nicht, was bei der Folge folgen. Mit Nein stimmten 8 Mitglieder des Hohen Hauses. Der Stimme enthalten haben sich 27 Abgeordnete. Meine Damen und Herren, damit ist Frau Abgeordnete Ilse Aigner zur Präsidentin des Bayerischen Landtags gewählt. Ich frage Sie, Frau Aigner, nehmen Sie die Wahl an? Ich nehme die Wahl an und bedanke mich für dieses große Vertrauen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, ich gratuliere Ihnen im Namen des gesamten Parlaments und persönlich sehr herzlich und wünsche Ihnen für die Zukunft weiterhin viel Erfolg in Ihrem hohen Amt. Ich darf nun der soeben wiedergewählten Landtagspräsidentin, Frau Ilse Aigner, das Wort erteilen. Bitte sehr, Frau Präsidentin. Ja, sehr verehrter Herr Altherrspräsident, erstmal vielen Dank auch im Namen des Hohen Hauses für die Leitung der Sitzung. Es war für Sie eine Premiere, eine gelungene Premiere. Herzlichen Dank. Ja, und liebe Kolleginnen und Kollegen, als erstes bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen für das erneute Vertrauen. Sie haben mich im Amt bestätigt. Ich fühle mich wirklich sehr geehrt, aber wer mich kennt, der weiß auch, dass ich dieses Amt in großer Demut wieder ausüben werde. Sie haben mich erneut zur Hüterin der parlamentarischen und der demokratischen Regeln gewählt und Sie können sich wirklich sicher sein, ich werde eine Präsidentin für alle Fraktionen sein, ich werde eine Präsidentin für jede Abgeordnete, für jeden Abgeordneten sein. Ich bin Ihnen verpflichtet und ich fühle mich Ihnen auch verpflichtet. Aber, das ist auch klar, ich bin nicht ohne Haltung. Wenn Konflikte entstehen, werde ich führen, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen des Präsidiums. Wir werden das tun, was auch gut ist für die Demokratie in Bayern. Der Bayerische Landtag ist ein sehr selbstbewusstes Parlament. 5 Fraktionen, 203 Abgeordnete. Mit einer großen Wahlbeteiligung von 73,3% gewählt. Also die Mobilisierung, sie war wirklich sehr groß. Die Zeiten,
Die Zeiten sind politischer denn je. Und Sie haben über Wochen, über Monate wirklich hart gearbeitet. Sie haben gekämpft um jede Stimme. Heute hat jede und jeder von Ihnen ein starkes Mandat. Diese Leistung, dieses Ergebnis, das hat als allererstes großen Respekt verdient. Und deshalb an Sie alle herzliche Gratulation zur Wahl in den Bayerischen Landtag. Und wir alle, wir haben das Votum der Wählerinnen und Wähler im Rücken und daraus erwachsen auch Aufgaben. Aufgaben, nach denen wir eigentlich alle auch gestrebt haben. Die Abgeordneten, sie haben einen Gestaltungsauftrag für die Bürgerinnen und die Bürger, die entschieden haben. Und sie haben auch klare Erwartungen. Jetzt muss das Land gesteuert werden. Und das gilt für die Fraktionen, die die Regierung tragen, die Verantwortung in der Exekutive übernehmen. Das gilt aber auch für die Oppositionsfraktionen. Kontrolle, Kritik, Gegenkonzepte, das sind auch sehr fordernde Aufgaben. Und es sind Aufgaben, die unsere Demokratie auch auszeichnen. Aufgaben, die Politikerinnen und Politiker am Ende auch wieder zusammenführen sollten, weil es ihnen um das Gemeinwohl geht. Um ganz konkrete Lösungen für die Probleme der Menschen in unserem Land und eben nicht um Stimmungsmache, Lauflust oder Radau. Die Rückkehr vom Festzelt und vom Marktplatz in den Plenarsaal bedeutet auch, das große Ganze im Blick zu behalten, und zugleich muss Politik auch machbar sein, müssen verbindliche Entscheidungen her, die auch im Detail halten, was sie versprechen. Und das ist der Unterschied von der Rückkehr vom Festzelt und dem Marktplatz in den Plenarsaal. Und das wird dem Land gut tun. Die Sacharbeit beginnt und der Wahlkampf muss jetzt enden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vor 29 Jahren bin ich erstmals als Abgeordnete in den Dienst des Gemeinwohls eingetreten hier im Bayerischen Landtag. Gemeinsam mit dem heutigen Ministerpräsidenten, den ich an dieser Stelle herzlich begrüßen möchte. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wir beiden waren die jüngsten Abgeordneten und durften da oben sitzen, etwas aufgeregt und schüchtern. Heute ist es ein bisschen anders. Im selben Jahr ist übrigens auch Joachim Herrmann, unser jetziger Innenminister, eingezogen. Und schon 1982 war Charlie Freller hier im Bayerischen Landtag, also schon 12 Jahre, den ich an dieser Stelle für die letzten 5 Jahre herzlich danken möchte, lieber Charlie. Ja, man kann es kaum glauben, wir 4 sind jetzt die dienstältesten Abgeordneten hier. Und seit 1994, da haben wir alle, und da durfte ich auch, manche Erfahrungen sammeln, viele sehr schöne, manche auch krisenhaft. Aber heute, und heute ist die Dimension der Herausforderungen noch etwas größer und eine andere. Sie ist größer und sie ist gewaltiger. Wir sind in unserer Glaubwürdigkeit herausgefordert. Corona hat Opfer gefordert in vielerlei Hinsicht. Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, gegen Freiheit und Demokratie, sie setzt auch uns zu. Die Barbarei der Hamas gegen die Menschen in Israel ist in ihren Folgen auch noch gar nicht absehbar. Die Krisen von heute, sie sind globalisiert. Wir sind direkt betroffen, Wachstum fehlt, Lieferketten sind unterbrochen, die Inflation ist gestiegen, die Zinsen auch. Die Transformation von Wirtschafts- und Sozialsystemen steht an und der Klimawandel ist spürbar. Und wir sehen Wohlstandsverluste. Es geht ans Eingemachte. An die Stelle des Wohlstandsversprechens sind Abstiegsängste getreten. Für einige sogar Existenzängste. Meinungsforscher sagen, das Vertrauen in die Zukunft bricht zusammen, Unsicherheit und Unzufriedenheit sind gewachsen. Aber, und es ist ein ganz, ganz großes Aber, Angst, liebe Kolleginnen und Kollegen, Angst lähmt.
Angst macht hilflos und Angst ist der Feind des Fortschritts. Ich kann uns allen nur raten, machen wir nicht Politik mit der Angst, sondern machen wir Politik gegen die Angst und machen wir Politik gegen den Populismus. Lassen Sie uns das Wohlstandsversprechen erneuern. Ja, und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen schlicht und ergreifend ins Machen kommen. Ja, anderen geht es schlechter, aber wir müssen auch da hinschauen, wo es vielleicht besser ist. Da müssen wir uns auch orientieren. Wir müssen auch Mut fassen. Wir sind eine erfolgreiche Industrienation. Wir sind berühmt für unseren Erfindergeist, für unsere Leistungsstärke und wir haben wirklich höchste Standards in der Bildung, Ausbildung, Produktion, Dienstleistung, auch in unserem Zusammenleben. Und dabei bleibe ich, wir haben unsere Zukunft auch selbst in der Hand. Wir sind stark. Und wir bleiben stark, wenn wir gut bezahlte Arbeitsplätze sichern, mit einem klaren Bekenntnis zum Mittelstand, Handwerk und Industrie. Wenn wir Energie bezahlbar halten für die Verbraucher, egal ob es große oder kleine Verbraucher sind. Wenn wir mehr gesteuerte und weniger ungesteuerte Migration haben und die Menschen, die bei uns leben und bleiben, fest auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Wir bleiben stark, wenn wir die Umwelt schützen, gezielt, aber machbar, praxisnah, ohne Radikalität. Und das ist mir besonders auch wichtig, wenn wir nicht Stadt gegen Land ausspielen, weil dieses Wachstum, dieses Zusammenwachsen ist doch auch ein Erfolgsgeheimnis von Bayern und soll auch in Zukunft so bleiben. Und vor allem bleiben wir stark, wenn wir als Politikerinnen und Politiker zu unterscheiden wissen, wo muss der Staat wirklich stark sein? Wo gibt es keine Alternative zum Staat? Und wo muss sich der Staat aus dem Leben der Menschen einfach zurückziehen? Wo muss er sich schlicht und ergreifend raushalten? Die Aufgaben, sie sind wirklich groß. Also konzentrieren wir uns bitte auf das Wesentliche. Wagen wir uns aber auch an komplexe Themen heran und seien wir leidenschaftlich, aber nicht kopflos. Den neuen Kolleginnen und Kollegen unter Ihnen, es sind immerhin 78, denen will ich sagen, erfüllend ist doch nicht das gegenseitige Aufschaukeln bis ins Extrem, bis in die erbitterte Feindschaft. Erfüllend ist, Ideen zu entwickeln und aus den eigenen Ideen im Wettbewerb dann etwas entstehen zu sehen. Ich habe immer und ganz besonders auch während der Corona-Pandemie dafür gekämpft, dass der Bayerische Landtag der Ort der politischen Debatte ist und auch der Ort der Entscheidung. Er ist aber nicht Drehort für die eigenen Social-Media-Kanäle, keine Bühne für Polittheater. Nein, unser Anspruch muss sein, Politik. Politik ist ein konstruktiver Prozess. Wir versuchen, alle Argumente zu sehen und dann auch klare Entscheidungen zu treffen. Und wenn es schwierig ist, dann finden wir auch irgendwie immer einen Kompromiss. Problemlösungen sind das beste Konzept und Rezept gegen Politikverdrossenheit und Radikalisierung. Um das klar zu sagen, hier im Bayerischen Landtag, hier sitzen die Problemlöserinnen und Problemlöser, Sie. Liebe Kolleginnen und Kollegen, aus der vergangenen Legislaturperiode habe ich lernen müssen. Was wir leider zu oft erleben mussten, war eine bis dahin einzigartige Verrohung der politischen Kultur in Bayern. Und das hat oftmals auch in voller Absicht Aufregung provoziert. Und die Aufregung hat den guten Debatten hier im Hause und dem Erscheinungsbild des Parlaments nach außen auch geschadet. Rügen, die wir als Präsidium, bei dem ich mich auch ganz herzlich insgesamt bedanken will, erteilt haben, wurden von einigen schlicht und ergreifend wie Trophäen vor sich hergetragen, hinaus in die eigene Fanweltblase.
Für mich ist damit letztlich eine Herabwürdigung eines demokratischen Verfassungsorgans verbunden. Und Sie können sich sicher sein, ich werde es auch in Zukunft nicht hinnehmen. Wir alle, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen uns dessen bewusst sein, wir sind Vorbilder, wir haben eine Vorbildrolle. Und wer die Demokratie verspottet, lächerlich macht, andere Kolleginnen und Kollegen verhöhnt oder meint, sich sonst wieder daneben benehmen zu müssen, der hat in mir mit Sicherheit ein Korrektiv. Ich sage das aus tiefer Überzeugung, auch angesichts der Erfahrungen aus dem Wahlkampf. Von der Brandrede bis zum Anschlag ist der Weg nicht weit. Die Gewalt gegen Politikerinnen und Politiker, gegen Polizistinnen und Polizisten, gegen Rettungskräfte, Repräsentanten schlicht und ergreifend des staatlichen, Journalistinnen und Journalisten, Vertreter der Zivilgesellschaft, sie nehmen einfach zu. Und diese Gewalt ist Ergebnis einer planvoll angeheizten Stimmung. Und dieser Plan, der darf nicht aufgehen. Und deshalb meine dringende Bitte, lassen Sie uns bitte verbal abrüsten, meine Damen und Herren. Hier im Landtag haben wir ein Regelwerk, es wurde vorher gerade diskutiert, im Umgang und für den Wettbewerb miteinander. Und ich schlage vor, ihn nachzuschärfen. Ich stelle mir da drei Instrumente vor. Erstens, ich schlage den Fraktionen vor, dass die Sanktionen bei Fehlverhalten in letzter Konsequenz auch mit finanziellen Einbußen verbunden sein sollen, wie im Deutschen Bundestag übrigens verhältnismäßig, aber spürbar. Es ist ein scharfes Schwert gegen die Verrohung, gegen die gezielte Störung, gegen persönliche Missachtung und gegen Angriffe auf die Autorität des Landtags. Und ich sage noch eines dazu. Auch auf das Verhalten außerhalb des Plenarsaals, aber hier im Haus, werde ich achten. Ich kann Ihnen ganz ehrlich sagen, hier sollen keine verfassungsfeindlichen Gesinnungstrinker eine Bühne haben. Journalisten bedrängen, rassistische Handzeichen machen, das hat hier keinen Platz. Und wenn eine Gästegruppe außer Kontrolle gerät, muss auch der Gastgeber zur Verantwortung gezogen werden. Der Boden unserer Verfassung ist genau in diesem Haus hier besonders verletzlich. Und ich kann Ihnen versichern, ich will die Demokratie schützen. Zweitens, ich werbe bei Ihnen für einen Demokratiekodex. Er soll den fairen Wettbewerb in, aber auch vor allem außerhalb des Maximilianeums befördern, sichern. Das wäre eine freiwillige Selbstverpflichtung, die Sie alle als Abgeordnete des Landtags eingehen können. Ein Bekenntnis auf gezielte Desinformation und vorsätzliche Täuschung zu verzichten. Verschwörungstheorien nicht zu verbreiten, keinen strafbaren Hass im Netz zu streuen und identitätstäuschende Social Bots nicht einzusetzen. An sich sind das Selbstverständlichkeiten für jeden Demokratin und für jede Demokratin. Aber wir haben andere Zeiten, da muss man manchmal auch an Selbstverständlichkeiten erinnern, um die Würde des Parlaments sicherzustellen, weil ich will unsere Demokratie schützen. Und drittens, ich plane einen Demokratiespiegel für Bayern. Ich möchte mit Umfragen wirklich sehr genau hinschauen. Was denken denn die Menschen in unserem Land über die Demokratie? Wie bewerten sie die Debattenkultur?
besteht es um den Zusammenhalt in unserem Land. Es geht darum, die Demokratie immer wieder zu vermessen, Trends und Gefahren auch zu erkennen, so ehrlich gesagt wie Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ja sowieso jeden Tag machen, draußen vor Ort. Aber wir wollen es auch hier in einem ganzen Bild zusammenfügen. Ich sorge mich ja wirklich um die Demokratie und ich will sie schützen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Demokratie ist im Bedrängnis von rechts und von links, von außen und von innen. Und umso mehr brauchen wir eben auch den Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern. Wir arbeiten weiter am Landtag als Haus, als offenes Haus. Das neue Besucherfoyer ist wirklich eine tolle Einladung an alle Bürgerinnen und Bürger. Und die politische Bildungsarbeit werde ich fortführen. Besuche sowieso, Seminare, Planspiele, ISA-Detektive. Wir sind wirklich alles andere als bürgerfern, ganz im Gegenteil. Wir laden die Menschen zu uns ein und gerade die jungen Menschen zu uns ins Haus. Und wir gehen raus zu den Menschen. Das machen Sie als Abgeordnete natürlich auch, aber wir gehen auch als Bayerischer Landtag raus. Wir feiern die Demokratie mit den Orten der Demokratie und zwar eben nicht nur hier in München, sondern in den Regionen. Und es ist so erfolgreich, dass andere Landtage schon danach trachten, das auch nachzumachen. Ist gut so. Und wir werden weiter mit dem Landtag unterwegs sein, auf den Marktplätzen in unserem schönen Bayern. Und auch da sind wir schon Vorbild für andere Landtage. Und ich will auch noch stärker in die Schulen gehen, präsent sein für junge Menschen, aktiv werben für Demokratie. Da basteln wir noch ein bisschen an den Ideen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist an der Zeit. Wir krempeln alle miteinander die Ärmel hoch und wir zeigen es den Wiesmachern. Unsere Demokratie, sie stellt sich, sie ist lernfähig, sie ist aber auch wehrhaft und nicht eine oder einer allein kann sich für diese Demokratie einsetzen oder sie widerstandsfähiger machen, sondern das müssen wir schon alle gemeinsam tun. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir handeln aus Verantwortung heraus. Auch aus der Verantwortung für die deutsche Geschichte. Und das hat in diesen Tagen eine ganz besondere Tragik erhalten. In diesen Tagen, die unsere Freunde in Israel, die uns alle an Szenen des Holocausts erinnern mussten. Ich finde, der Schock sitzt unglaublich tief und zwar immer noch. Wir sind mit unseren Gedanken und unseren Gebeten bei den Opfern und bei den Entführten und mehr noch, die Existenz Israels ist deutsche Staatsräson. Wir alle sind aufgefordert, dem auch etwas entgegenzusetzen. Benennen wir die Angriffe als das, was sie sind. Es sind Verschwörungsmythen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen allen es einfach für die nächsten 5 Jahre viel Erfolg, Freude an der Arbeit, gute Lösungen, gute Stimmung darf es auch geben. Und freue mich einfach auf eine gemeinsame Zusammenarbeit mit Ihnen allen. Herzlichen Dank. Applaus